Hallo und herzlich willkommen hier bei Pike 1980 zu einem weiteren besten Games Aladdin Stream. Und heute haben wir wieder Persona 3 Fest im Angebot mit Folge Nummer 13. Ja, und auch Hallöchen an Lunak, der sich schon eingefunden hat. Erstmal wäre mir eine Gegenfrage gestattet, woher du denn jetzt von Noob Master weißt. Aber ich kann dir schon mal so viel sagen, er ist ein Idiot. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung für denjenigen. Ach, hast du gesehen? Oder, ach, weiß ich nicht. Sag mir einfach, woher du es weißt. Oh Gott. Oh nein. Okay, der ist nerviger, als ich dachte. Ja, der hat sich gestern im Saints Row Stream ziemlich aufgeführt. Und ja, da muss der halt gesperrt werden. Hat halt ziemlich rumgeschrien, würde unbedingt super, super gerne Koop spielen. Dann hat er gefragt, weil das auf der PS3 hat, ob es Crossplay hat. Dann sage ich, ich weiß nicht, ob es Crossplay hat. Dann, ja, ich google schnell und dann habe ich gesagt, ja, es hat Crossplay und dann hat er aber irgendwie meint er dann wieder, ja, kauf dir eine PS3 und das Spiel und dann mach mal Koop. Habe ich gesagt, ich hol mir doch nicht. Oh, ich bin Persona 1, das ist ein bisschen lang her. Dann sage ich, ich kaufe mir sicherlich, also ich habe ja PS3, aber das Spiel habe ich nicht und ich werde es mir sicherlich nicht noch mal, werde es mir nicht noch mal kaufen, wenn ich es schon habe. Und warum ist eigentlich das Spiel jetzt gerade nicht drin? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss es erstmal noch mal reinnehmen, anscheinend. Ja, und das ging dann, und dann meinte er, ja, er schenkt mir 1 Million Dollar und dann machen wir Koop. Dann sage ich, wenn du mir jetzt 1 Million US-Dollar gibst, dann können wir gern drüber reden, dass wir es spielen. Und dann meinte er dann wieder, ja, ich habe deinen Stream gestern gesehen. Jetzt können wir doch Koop spielen. Dann hat es mich halt so lange genervt und dann habe ich ihn halt gesperrt, weil er halt nur am Nummnerven war und ja. Dann war er weg. Also, so gesehen war er dann weg. Ja, ein sehr spannender Kamerad. So kann man es auch sagen. So. Da sind sie doch drin, oder nicht? Wo hat der denn? Warte mal, ich muss noch mal gucken, weil irgendwas. Oh, es gibt eine neue PSP-Version. Sollte ich vielleicht auch mal bei Bedarf mal runterladen. Jetzt komme ich nicht mehr. Muss noch mal kurz gucken. Hier stimmt. Komm schon. Da sind sie doch drin. Warum macht das denn so? Ach, ich bin ja auch blöd. Das ist ja nicht PSP, sondern ist ja schon PS2. Ach, manchmal, ja, bin ich nicht ganz auf der Höhe, wie es aussieht. Auf jeden Fall wird der gute Herr nicht entsperrt, weil er hat sich als unfähig erwiesen, sich den Leuten oder beziehungsweise mir. Vor allen Dingen hat er dann auch noch gesagt, ja, er ist jetzt. Oh, ich sehe gerade das mit dem. Da stimmt irgendwas wieder mit der Anzeige nicht. Warum ist denn das jetzt so komisch? Was soll das denn jetzt wieder?
Warum wird denn das hier so übergroß dargestellt? Ja, da klappt wieder was mit OBS nicht. Der kapiert das nicht so ganz, glaube ich, gerade. Muss deine Szene auf Leinwand anpassen? Ja, lustigerweise. Huch. So. Jetzt müsste es passen. Ja, das sieht schon viel besser aus. Danke, Lunak. So. Bin ja gespannt, wann ich wegen Glasfaser befragt werde. Was meinst du denn? Befragung? Läuft da schon wieder irgendwas? Ja, wir sind da am Beach. Da war doch was, wir sind in den Ferien. Hurra! Auf der PowerPoint von der Bürgerversammlung stand das wegen Glasfaser. Okay. Ich weiß noch, wir hatten. Wir hatten irgendwie das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, wir sollten mal gucken, ob da nicht irgendwo jemand ist, eventuell, der uns beobachten könnte. Okay. Hashtag wird nie kommen. Ja, das ist das möglich. Wohin gehst du denn? Ich spiele niemals alleine. Okay, das wird schon mal nichts. Okay. Wir müssen wohl irgendwas triggern. Aber irgendwie gibt es nichts zu triggern. Du verlässt uns schon wieder? Ja, aber wir haben ja hier, glaube ich, nichts mehr zu tun. Also müssten wir ja eigentlich gehen, weil ich wüsste jetzt nicht, was wir hier noch tun sollten. Wir können nicht wirklich ins Wasser. Ja. Achso, das wollte ich gar nicht. Gespeichert habe ich erst zuvor. Ja, bleibt uns hier eigentlich nichts übrig, außer wieder zu gehen. Außer wir wollen jetzt hier 3 Stunden lang nur zugucken, was die da machen. Also. Ja, dann bleib doch. Verpiss dich. It's been a while. Es ist eine Weile her. I'm glad that you're in good health. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Our guests are residents of the dorm, I presume. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Gäste Leute von deinem Wohnheim sind. I'm sorry for bringing such a crowd. Es tut mir leid, dass ich so viele Leute hierher gebracht habe. I heard you told them about the incident. Ich habe gehört, du hast ihnen über den Unfall erzählt. Why did you hide it so long? Warum hast du es so lange versteckt? I wasn't hiding it. Ich hab's nicht versteckt. I've told you time and again. None of the blame is yours. Ich hab's dir doch schon so oft gesagt. Das ist alles nicht deine Schuld. But. Aber.
Two in harmony surpasses one in perfection. Und zwei in Harmonie schlagen einen in Perfektion. That has been our guiding principle since the Kurijo family separated from the Nanjo group. Das ist unser Prinzip oder übertreffen. Ja, genau, so kann man es auch sagen. Trotzdem machen Wortspiele meistens keinen Sinn, wenn man sie von Englisch ins Deutsche übersetzen will. Außer man findet etwas, was generell so sich ähnlich anhört. Das ist unser Prinzip, seitdem sich die Kurijo-Familie von der Nanjo-Gruppe gespalten hat. You must learn to trust in others, Mitsuru. Du musst lernen, anderen zu vertrauen, Mitsuru. There are things in this world that cannot be accomplished alone, no matter how many sacrifices you make. Es gibt Sachen in dieser Welt, die man nicht alleine bewältigen kann, egal wie viele Einbußen du nimmst oder wie viel du da reinsteckst oder wie viele Opfer du bringst. Ja. Danke, Lunak. Yes, Father. Ja, Vater. You accessed our database, didn't you? Du hast dir Zutritt zu unseren Daten verschafft, oder? That's another thing. Why didn't you ask me directly instead of using this trip as an excuse? Das ist noch so eine Sache. Warum hast du mich nicht einfach direkt gefragt, anstatt diesen Trip als eine Entschuldigung dafür zu nehmen? I'm sorry. Es tut mir leid. Bring them here. All of them. Trip, glaube ich, kennt zumindest viele. Also ich glaube jetzt nicht, dass das man unbedingt eindeutschen müsste. Bring sie alle hierher. I had no intention of concealing the truth from them. I'd made preparations to disclose everything. Ich habe... Und warum buffert der Käse schon wieder so? Er wieder mit Waffen daher kaufen. Aber eigentlich sollte eigentlich nicht sein. Aber was heißt schon eigentlich? Also ich habe keinen Buffer, muss ich auf jeden Fall sagen. Bei mir läuft es nämlich einwandfrei. Ich habe tatsächlich ausgelassene Frames. Warum wird mir das immer so komisch angezeigt? Okay, ich glaube, das war nur ein kurzes Ding. Aber warum? Ah, okay. Warum ist es das? Nee. Ah, okay. Gut. Das ist so ganz kurz hier. So, also ich habe. Ich habe nicht vor, die Wahrheit Ihnen zu verschweigen. Ich habe Vorkehrungen getroffen, um alles aufzudecken. There's a girl named Takeba in your group, correct? Gibt's ein Mädchen namens Takeba in eurer Gruppe, oder? For her to awaken to her power, it must be fate. Dass sie ihre Power auf oder dass ihre Power erweckt wurde, das muss Schicksal sein. Vater? Einfach mit der Nase die Tür eingerannt. Auch immer gut. From what I understand, Mitsuru has already given you the short version.
Was ich so verstanden habe, hat Mitsuru euch bereits die Kurzversion erzählt. Well, it's true. We adults are to blame. Nun, es ist wahr. Die Schuld liegt ganz an uns Erwachsenen. If I could have atoned for it with my life, I would have done so. Wenn ich das Ganze mit meinem Leben, wenn ich mein Leben dafür geben müsste, um das Ganze wieder rückgängig zu machen, dann würde ich es tun. Now, I have no choice but to rely on you. Nun habe ich keine andere Wahl, euch mich zu öffnen und euch die lange Version zu What my erzählen. father wanted to create with those monsters' power. Was mein Vater versuchte zu kreieren mit der Macht dieser Monster, Was a time manipulation device. war eine Zeitreisemaschine oder eine Zeitmanipulationsmaschine. Aber ich würde es mal als Zeitreisemaschine bezeichnen, wobei man ja nicht wüsste, aber dann auch nicht in die. Ja gut, man kann ja auch in die Zukunft reisen. Wir kennen das ja. Also eine Zeitreisemaschine, wofür auch immer. That's what he was trying to do. Das hat er versucht zu machen. Imagine, if you could control the flow of time, eliminate unwanted events before they occur. Stell dich mal vor, du könntest die Zeit, die Zeit kontrollieren und schlimme Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, rückgängig machen. Ja, und was passiert da? Wir kennen sowas. Am Ende kommen dann die Nazis und machen alles platt. With such a device, you could shape the future to your liking. Mit solch einem Gerät könntest du deine Zukunft selbst gestalten. So wie du es möchtest. Naja. Damn, that's insane. Verdammt, das ist verrückt. However, under my father's direction, the research began to stray from its original goal. Aber unter der Direktion meines Vaters hat die Forschung eine andere Richtung eingeschlagen. In his later years, my father seemed to have only nihilism in his heart. In seinen späteren Jahren hatte mein Vater nur den Nihilismus in seinem Herzen. Jetzt müsste ich mal kurz überschauen, was Nihilismus ja bedeutet. Philosophische Anschauung von der Nichtigkeit, Sinnlosigkeit allen Bestehens und des Seins. Okay, also im Prinzip stinkte ihm alles. Die Sinnlosigkeit des Lebens. Ja, dann sollte er nicht in so einer Position stehen. Now that I think about it, his madness may have resulted from his struggle to break free from that. Und wenn ich darüber nachdenke, hat seine Verrücktheit eventuell daraus resultiert, um daraus freizukommen. Deutsch lernen mit dir? Ja, haha. Ja, Nihilismus ist es doch, oder nicht? Ja, Nihilismus, den gibt's. Hast du noch nie vom Nihilismus gehört? Ja, natürlich, die Erklärung muss ich hier geben. Ich glaube, viele wissen nicht, was Nihilismus an sich ist. Ich wusste es ja auch nicht. It's only natural that you want to know the truth. And it's my duty to tell you. Es liegt nur in der Natur des Menschen, dass ihr wissen wollt, was die Wahrheit nun ist. Und es ist meine Verantwortung, euch diese zu erzählen. Oh, eine PowerPoint-Präsentation. What's this? Was ist das? This is the only existing footage of the accident, recorded by a scientist who was at the scene. Und das ist die einzige existierende Aufnahme von diesem Unfall. Und aufgenommen wurde es von einem Wissenschaftler, der gerade dort war. I pray that this recording reaches safe hands. Und ich bete darum, dass diese Aufnahme in sicheren Händen landet. That voice. Diese Stimme. My employer has become obsessed with a loathsome idea. Mein Chef
Bist du von einer Idee, von einer völlig närrischen Idee. And this experiment should have never even been conceived. Dieses Experiment hätte niemals stattfinden sollen. I'm afraid what I've done will result in an unprecedented disaster. Ich fürchte, wenn das Ergebnis dieses Experiments in einem Desaster enden wird. But if I hadn't, the entire world may have paid the price. Aber wenn ich es nicht tue, dann wird vielleicht die ganze Welt für diesen Preis bezahlen. The entire world? Die ganze Welt? Please listen carefully. Bitte hört mir gut zu. The shadows that were amassed here have been dispersed as a result of the explosion. Die Schatten, die hier gefangen gehalten wurden, sind nun frei wegen dieser Explosion. To end this nightmare, you must eliminate all of them. Um diesen Albtraum zu beenden, müsst ihr alle von ihnen eliminieren. I am to blame for this. Ich gebe mir die Schuld dafür, oder ich bin schuld dafür. I knew the risks, but I was blinded by the promise of success. And so I didn't raise any objections. Ich kannte die Risiken, aber ich wurde geblendet von den Versprechen des Erfolgs. Und deshalb habe ich nichts dagegen getan. It is all my fault. Das ist alles meine Schuld. Huh? Ist natürlich ihr Vater, wer sonst? You mean that was? Du meinst, das war. Father. Vater. His name was Eiichiro Takaba. He was the head researcher at the time. A very talented man. Sein Name war Eiichiro Takaba. Er war damals der Kopf der Wissenschaftler. Und er war ein sehr talentierter Mann. But we are the ones who are responsible. We pushed him to continue the research. Aber wir sind diejenigen, die verantwortlich dafür sind. Wir haben ihn dazu gedrängt, diese Forschungen weiterzumachen. The Kirijo Group is to blame for his death. Die Kirijo Gruppe muss für seinen Tod gerade stehen. I can't believe it. Ich kann es nicht glauben. So that means my dad caused it all? Das heißt, mein Dad hat das alles zu verantworten? The dark hour, Tartarus, the people who died in that incident? Die dunkle Stunde, Tartarus, die Leute, die alle gestorben sind bei diesem Unfall. It was all his fault? Es war alles seine Schuld? You okay? Geht's dir gut? So that's why you were hiding this? Deshalb hast du es von mir verheimlicht? Because you felt sorry for me? Is that it? Weil du dich schuldig fühlst für mich? Ist das es? Ist es das? No, Takiba, I... Nein, Takiba, ich... I don't want your pity! Ich will nicht... Ich will Nee, Entschuldigung, ist es eigentlich nicht. Das Mitleid, genau. Ich will dein Mitleid nicht, genau. Shouldn't someone go after her? Sollte ihr nicht jemand hinterher? Will you go? Würdest du bitte gehen? Ja, okay, ich gehe schon. Thank you. Danke. In him for so long. Ich habe so lange an ihn geglaubt. Oh, this is too much. Das ist zu viel. Remember what I told you at the hospital? Erinnerst du dich daran, was ich dir im Hospital gesagt habe? How my dad died when I was little? Wie mein Dad gestorben ist, als ich klein war? You understand now, right? He died in that incident. Du verstehst das nun, oder?
Er ist in diesem Unfall, bei diesem Unfall gestorben. Ich kann mich daran nicht erinnern, sorry, es ist zu lange her. Nobody knew the truth, so there were all sorts of rumors. Niemand kannte die Wahrheit, also gab es viel Gerüchte. Because he was in charge of the research team, people were really mean to me and my mom. Weil er verantwortlich war für das Wissenschaftsteam, waren die Leute wirklich schlimm zu mir und meiner Mutter. We even had to move a few times. Wir mussten selbst ein paar Mal umziehen. Ja, das musste schwer gewesen sein. Ja. Yeah. But all this time, I kept telling myself it wasn't his fault. Aber die ganze Zeit habe ich mir selbst gesagt, dass es nicht seine Schuld war. I loved him a lot, and I believed he'd never do anything wrong. Ich habe ihn wirklich sehr geliebt und ich dachte, dass er, oder ich glaubte, dass er niemals irgendwas Falsches gemacht hat. I received a letter back in the spring. It was from him, written 10 years ago. Ich habe von ihm einen Brief erhalten im Frühjahr. Er war von ihm, der vor 10 Jahren geschrieben wurde. It cracked me up, because even though it said to my family, it was pretty much all about me. Nun, selbst wenn er gesagt hatte, dass der Brief an seine Familie gerichtet war, wusste ich, dass es eigentlich genau nur um mich ging. That only made me believe in him more. Das hat mich nur noch mehr an ihm glauben lassen. When I found out I had a special power, I thought it was fate. Als ich herausgefunden habe, dass ich eine spezielle Macht habe, dachte ich, es wäre Schicksal. I was scared, but I thought if I cooperated with the Kirijo group, I might find out what really happened. Ich hatte Angst, aber ich dachte, wenn ich mit der Kirijo-Gruppe kooperiere, finde ich vielleicht heraus, was wirklich passiert. That's why I agreed to fight using my persona. Deshalb habe ich zugestimmt, mit meiner Persona zu kämpfen. But it turns out, all of that was for nothing. Aber es hat sich herausgestellt, dass das alles für nichts war. Das ist nicht wahr. You're just trying to make me feel better. Du versuchst nur, dass ich mich besser fühle. Why does reality have to be so harsh? Warum muss die Realität nur so hart sein? I tried so hard to fight my fear, and this is what I get. Ich habe so sehr versucht, meine Angst zu besiegen, und das bekomme ich dafür. Maybe I'm just jealous of Mitsuru Senpai. Vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch auf Mitsuru. I mean, why my father and not hers? Ich meine, warum mein Vater und nicht ihrer? I'm a horrible person, aren't I? Ich bin eine schlimme Person, oder? Komm, mach dich nicht selbst dafür verantwortlich. Huh. Well, you're just Mr. Perfect. Und du bist Mr. Perfect. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe 3 verschiedene Freundinnen zur gleichen Zeit. Nothing ever phases you. Nichts bringt dich irgendwie runter oder nichts geht hier nahe. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache. And now you've got the nerve to try and tell me how to feel. Und nun hast du die Nerven, mir zu sagen, wie ich mich fühlen soll? You think you know me? Du glaubst, du kennst mich? You don't know anything. Du weißt gar nichts. I'm sorry. Es tut mir leid. My head's a mess. In meinem Kopf ist es ganz schön. Ja. I'm so afraid. Ich habe solche Angst. I don't know what to do anymore. I'm totally lost. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich bin total verloren. Tell me. What should I do? Sag mir, was soll ich tun? Jetzt erst soll ich dir sagen, was du nicht tun sollst, oder was deine Gefühle angeht, und jetzt soll ich dir sagen, was du tun sollst. Verliere nicht die Hoffnung. You mean keep believing? Du meinst daran glauben, weiter daran glauben?
You know, you really are one of a kind. Nun, weißt du bist wirklich ein ganz spezieller Typ. I'm sorry for acting like this. You've lost your parents too. Tut mir leid, dass ich mich so aufspiele. Du hast deine Eltern auch verloren. But I'm all right now. I'm used to dealing with stressful situations. Aber mir geht's jetzt gut. Ich kenne mich schon gut damit aus, solche Situationen zu meistern. Anyway, thanks for listening. Wie auch immer, danke fürs Zuhören. Let me guess. Senpai asked you to bring me back, right? Lass mich raten. Senpai hat dich dazu gebeten, mich zurückzubringen, oder? Ich bin gekommen, weil ich es wollte. You're such a gentleman. Komm, jetzt alles wieder vergessen. Na, du bist ja so ein Gentleman. Thanks. Danke. Ich dachte jetzt eher, sie würde uns eine Umarmung geben. Also mach's halt einfach. Hey! Oh. Du Arsch! Yeesh, what's taking you so long? Everybody's waiting. Verdammt, was braucht ihr denn so lange? Jeder wartet. It's almost the dark hour, so you should get back. Es ist fast soweit, die dunkle Stunde kommt. Ihr solltet zurückkommen. Huh? Oh yeah, that's right. Oh ja, das ist richtig. Hm? Did I miss something? Habe ich was verpasst? I almost forgot. It doesn't matter where you are when the dark hour comes. Ah, ich habe es fast vergessen. Es ist ja egal, wo man ist, wenn die dunkle Stunde kommt. Well, duh. Nun. You know, I've been thinking lately. Wisst ihr, ich habe nachgedacht. Once you awaken to the power of Persona, you remember everything that happens during the dark hour. Sobald deine Macht Personas zu erwecken gekommen ist, erinnerst du dich an alles, was während der dunklen Stunde passiert. It's like trading away your innocence. Es ist fast so, als würdest du deine Unschuld verlieren. In exchange for power, you can no longer look away from the things you don't want to see. Um dann die Macht zu bekommen, kannst du nicht länger wegschauen von den Dingen, die du nicht sehen willst. So, I guess I'm stuck with you guys, huh? Nur das heißt wohl, dass ich weiterhin mit euch weitermachen muss. Yep. Now that that's settled, let's get back. Und das nun geklärt ist, lass uns zurückgehen. Ja, du fühlst dich, als würdest du beobachtet werden. Schon wieder. Also entweder ist er paranoid oder es ist wirklich etwas da. Der zweite Tag in Yokoshima. Der Morgen. So fresh. Oh, die Luft ist so rein. I never thought a walk in the woods could be so enjoyable. You can't do this in Iwatodai. Ich dachte niemals, dass ein Waldspaziergang so schön sein kann. Das kannst du in Iwatodai nicht tun. So listen to this. Oh, hört doch das mal an. Junpei was acting like such a pervert yesterday, and I didn't know how to react. Junpei hat so war so so ein Perverser gestern, und ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. It's probably a good thing we came out here by ourselves. Es ist wirklich wahrscheinlich eine gute Sache, dass wir hier alleine sind, oder wir Mädels alleine sind. Huh? Was? Oh. Oh, yeah. Ja, natürlich. Mitsuru speaking.
Mitsuru, am Apparat. Mitsuru, we have a slight problem. Oh, Mitsuru, wir haben ein kleines Problem. Please continue. Mach bitte weiter. Well, I'm at the lab here on the island. Ich bin bei der Forschungsstation hier auf der Insel. And a machine that was considered inoperable suddenly left the facility on its own. Eine Maschine, die eigentlich nicht diese Station verlassen könnte, weil sie wahrscheinlich zu schwer oder so ist, was keine Ahnung, ist von dem Grundstück verschwunden. A machine? Eine Maschine? What kind of machine is it? I need detailed information to locate anything other than shadows. Was für eine Art Maschine ist das? Ich brauche detaillierte Informationen, um sie zu lokalisieren. It's a combat vehicle, an anti-shadow weapon to be precise. Es ist ein Kampffahrzeug, eine Anti-Schattenwaffe, um es präzise auszudrücken. A combat vehicle? You mean like a tank? Ein Kampffahrzeug? Du meinst wie einen Panzer? We're not currently with the others, so it might take some time for us all to assemble. Nun, wir sind momentan nicht vollständig in der Gruppe, also wird es vielleicht ein bisschen Zeit dauern, bis wir alle zusammenkommen. I see. Ich verstehe. Well, regardless, I want you to handle this as soon as possible. I'm on my way there now. Nun, egal, ich möchte, dass ihr das handelt, sobald es möglich ist. Ich bin auch auf dem Weg. If the target cannot be captured, do we have permission to destroy it? Wenn wir das Ziel nicht wieder einfangen können oder nicht wieder in Besitz nehmen können, dann haben wir die Erlaubnis, es zu zerstören. I highly doubt you'll be able to destroy it. Ich glaube nicht, dass ihr dazu in der Stande seid, es zu zerstören. What? Then how are we supposed to stop it? Was? Wie sollen wir es denn dann aufhalten? Just do your best. I'll call you again later. Tut einfach euer Bestes. Ich werde euch später wieder anrufen. Great. No one's answering. Toll. Niemand antwortet. Don't worry about it. Let's go back and get our equipment. Macht euch keine Sorgen. Lasst uns zurückgehen und unser Zeug einsammeln. Then we can have Yamagishi's persona scan the area. Although this island is quite large. Dann können wir Yamagishis Person dazu benutzen, das Umland zu scannen. Aber die Insel ist halt ziemlich groß. Jeez, where could they be? Verdammt, wo können die denn nur sein? This says we've gone to see the Jomon Cedar Tree. Also hier steht, wir sollten den Jomon Cedar Tree It looks like Fuka's handwriting. Sieht aus, als wäre das von Fuka geschrieben. Oh man. Ach man. We're at an island resort in the middle of summer. Why don't they go to the beach? Wir sind auf einer Insel in einem Urlaubsgebiet mitten vom Sommer. Warum wollen die nicht einfach zum Strand? That's just not right. Das ist einfach nicht richtig. Well, it is your fault. Oh, das ist deine Schuld. What do you mean? I just wanted to lighten up the mood. Was meinst du damit? Ich wollte doch nur die Stimmung ein bisschen aufhellen. I don't want to hear it. Ich will es gar nicht hören. Well, doesn't matter anyway. Nun, es ist sowieso egal. We're on our own now. Just the guys. Wir sind nun auf uns allein gestellt. Nur wir. You're out of ammo. Genau. You pick it up on the battlefield. That's one of the most basic military tactics. Wenn du keine Munition mehr hast, dann musst du sie auf dem Schlachtfeld wieder einsammeln. Das ist basisch. Das ist grundlegendes militärisches Wissen oder Taktik. We'll call this Operation Babe Hunt. Wir nennen das Ganze Operation Babe Hunt. Oder ja. Babe Hunt. Babe Hunt. Genau, Babe Hunt.
You mean like pick up girls? Du meinst Mädels aufreißen? What do you think, Akihiko-san? With you on the squad, we're guaranteed to succeed. Was denkst du, Akihiko? Wenn wir dich dabei haben, haben wir eine garantierte Chance auf den Sieg. Nun, Akihiko ist nicht gerade begeistert davon. What do you think about this? Was denkst du drüber? Also ich finde das jetzt nicht so. Ich glaube, das bringt uns nur Ärger. Yeah, you're right. It does sound like a hassle. Und du hast recht, das hört sich wirklich an, das wird Ärger bedeuten. Then, what are we gonna do the rest of the day? Was sollen wir denn sonst den Rest des Tages machen? Come on, guys. It'll be fun. Komm schon, Leute, das wird Spaß. Then I'm appointing him our leader, as usual. Dann würde ich sagen, dass er aber dann unser Anführer ist, wie immer. What? Why? Was? Warum? You said yourself this is an operation. Du hast doch selbst gesagt, dass es eine Operation ist. Ah, oh, man, that's bullshit. Ach Mann, das ist Bullshit. You better take this seriously. It's an important operation. Nimm es bitte besser ernst, das ist eine wichtige Operation. Oh, wir haben ein paar Senioritas gefunden. Los, lass uns sie aufmischen. Los, lasst uns für den Kill ran. So, das ist da bin ich also, da bin ich Experte drin, also hört zu. Als erstes denkt euch was aus, was ihr reden könnt mit ihnen, etwas, was sie vielleicht interessieren könnte. Dann gebt ihnen eine einfache Frage, um dann den Ball ins Rollen zu bringen. Das ist die goldene Regel. Sowas wie, woher kommst du? Oder hast du Spaß? Und sehr bald werdet ihr euch Fragen und Antworten um die Ohren schlagen. Und ja, dann spielt ihr schon fangen. Ich fange an. Ihr könnt die Fragen stellen, okay? Und los geht's. Hey Ladies. Habt ihr Spaß? Geht euch nichts an. Hey, nicht so, hey, ihr müsst nicht so schüchtern. Wir beißen nicht. Warum sollten wir es euch sagen? Kommt schon. Wir wollen nur reden. Du hast doch gesagt, du wärst ein Experte. Ich halte dich zurück. Ich wärme mich gerade erst aus. Auf. Wir schauen zu und lernen. Also, Ladies, seid ihr im College? Sagt uns nicht, dass ihr immer noch in der Highschool seid. Sind wir in der Highschool? Ich weiß es ehrlich gesagt bis gerade nicht. Ja doch, sind wir. Ja, wir könnten lügen, aber ich lüge nicht. Das ist richtig. Highschool-Kids machen Ferien in Yakushima? Das pisst mich ganz schön an. Wir wurden von unserem Freund, einer unserer Freunde, die Ferienwohnung eingeladen. Ziemlich cool, oder? Gut für deinen Freund. Ja, andererseits mussten wir für unseren Urlaub bezahlen. Mit unserem hart verdienten Geld.
denke, wir waren etwas, wir hatten etwas Glück. Ja, sehr Glück. Was wollt ihr denn überhaupt? das wäre jetzt zu sagen, wir wollen dich aufreißen. Die sind ja eh schon so zickig, also nicht. Man verschwindet. Wow. So viel zu deiner Expertise. Hey, ich hab mein Bestes getan. Was ist mit dir, Senpai? Denkst du, du kannst das besser? Komm, zeig uns, was du kannst. Warum sollte ich? Du bist doch unser taktischer Meister, oder nicht? Und soll das nicht deine Aufgabe sein, uns zu helfen? Ja, verrückt zu sein? Ich glaube, du hast... hast du wohl recht. Nun gut, ich mach mal. Aber ich bin mir sicher, ich mach's besser als du. Kannst du mir zur Seite stehen, Kutter? Ich sehe, dass du ziemlich entspannt bist. Okay, müssen wir nur ein bisschen weitergehen. Was sind da die nächsten drei, oder? Wow. Mann, wir haben neue Ziele auserkoren. Und was wartest du eigentlich, Kiko? Zeig uns, wie es gemacht wird. Halt einfach deine Klappe. Hey, na, Goku, starten die uns an? Ja, ich glaube schon. Wow, Yoshi, du kannst sie von da aus sehen. Das ist meins, mein Ziel. Hi! Es tut mir leid, euch zu stören, aber ich würde euch gerne was fragen. Ja. Seid ihr hier ganz alleine? Willst du uns aufreißen? Nein, nicht wirklich. Wir dachten nur, ihr werdet vielleicht gelangweilt und möchtet mit uns reden. Wir könnten uns besser kennenlernen. Das ist doch genau der Grund fürs Aufreißen. Wisst ihr das nicht? Es ist so langweilig, oder es ist so... Ja. Nicht langweilig, es ist einfach nur... Ja. Es ist einfach dürftig oder so. die Mädels auf dem Strand aufzureißen. Aber wir danken uns doch sowieso, oder? Also warum machen wir nicht mit? Hey, ihr seid ganz schön süß. Roboko! Hey, wie alt denkt ihr seid, sind wir? Ah, oh, das ist immer eine schwierige Frage. Ja, ich weiß ja nicht mal, wie alt die sind. Keine Ahnung. Ungefähr so alt wie wir? Seid ihr blind? Sehen wir so kindisch aus? Es ist okay. Sie wollen nur nett sein. Es ist schon eine Weile her, seit wir von der Highschool raus sind. Oh, wirklich? Das ist zu schade. Ey, warte! Weißt du nicht, dass ältere Frauen mehr Wissen haben?
Die sind wie guter Wein. Du bist ein ganz schöner Talker für das, dass du noch so jung bist. Wie alt seid ihr denn überhaupt? Wir sind in der Highschool. Ich werde nächstes Jahr. Ich komme nächstes Jahr raus. Das ist schade, wir sind astrologisch nicht füreinander bestimmt. Warum sagen die nicht ihr richtiges Alter, anstatt einfach, oder warum sagen die immer, wo, welcher Stufe sie sind, anstatt ihr Alter zu sagen? Schau, das wird nichts passieren, also warum gebt ihr es nicht auf? Sieht nicht mal so aus, als hättet ihr Spaß dran, mit uns zu reden. Wir haben Spaß! Oh, okay, wenn du das sagst. Wir haben nicht mal etwas über reden können, als über die Arbeit. Das ist einfach nur Ausreden. Das könnte interessant sein. Das hat nicht gerade sehr gut geblüht. Wir müssen nicht so tun, als wäre dir interessiert. Komm schon, Yoshi. Lass sie doch mal. Er sagt, er wäre interessiert, okay? Hey, lass uns zurückgehen. Sie warten auf uns. Sie? Ihr meint, ihr habt Freunde, also Freunde. Oh ja, tut mir leid. Haben wir vergessen, euch das zu sagen? Wir müssen gehen. Wir haben ein Barbecue an der Villa. Ihr könnt mitkommen, was ihr wollt. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Klappt ja wirklich super. Pepe, was zur Hölle ist gerade passiert? Mann, wir haben ausgesehen wie ein Haufen Idioten. Du warst sein Flügelmann. Was war denn dein Support? Du hast sie durch die Finger gleiten lassen. Ja, sie hatten Freude, hallo? Wirklich? Versuch dich mal zusammenzureißen. Nächstes Mal will ich Ergebnisse. Oh. Muss das eigentlich sein? Können wir nicht einfach gehen? Bitte? Können wir nicht einfach gehen, bitte? Oh, sie steht nur ganz alleine in etwa. Sie ist ganz alleine. Wie komisch. Oh, auf was warten wir? Entschuldigen Sie, Miss. Ja. Beschäftigt? Nein, nicht wirklich. Ich könnte ein bisschen Gesellschaft gebrauchen. Ich habe gesehen, wie ihr versucht habt, diese Mädchen aufzureißen. Wie hat es funktioniert? Es war ganz ein kompletter Fehlschlag. Oh, wirklich? Das ist wirklich schade. Habt ihr denn nicht daran gedacht, vielleicht etwas anderes zu versuchen? Nun, wir haben versucht, Helden zu sein, aber wir sind als Loser da gestanden. Musstest du es unbedingt so sagen? Es ist so dämlich, dass es schon wieder lustig ist. Hey, das ist nicht mein bestes Material. Wie habt ihr denn erwartet, dass ihr ein Mädchen so bekommt mit dieser Einstellung? Ihr Jungs habt keine Eier. Wow. Was bitte? Du hast mich gehört. Seid doch nicht so schüchtern. Erkundet die Ungewissheit. Seid offen für Möglichkeiten. Besonders du kleines, süßes Ding. Ich? Ja, du. Ich kann deine
deine Unsicherheit fühlen. Du bist ein wirklich schöner Typ. Aber selbst noch beschüchterter. Wer weißt du das? Wenn du möchtest, ich würde euch gerne ein oder zwei Sachen zeigen. Wirklich? Ich zeige euch, wie man ein Mädchen oder eine Frau richtig behandelt. Okay, ich bin dabei. Aber ich weiß nicht, ob ich euch alle drei auf einmal lehren kann. Also, wer soll es sein? Also, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das kommt mir ein bisschen zu suspekt vor, ganz eindeutig. Ich gehe mal davon aus, wenn ich Chupai schicke, wird das in einem Desaster enden. Akiyuko könnte eventuell mehr draus machen. Wenn ich mich schicke, dann werde ich wahrscheinlich selbst umsteuern können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich das tue. Also, weil ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube. Und sie hat mich auch nicht erwähnt. Ich glaube, sie will mich gar nicht haben. Deshalb sag mich. Hey, das war nicht meine Intention in erster Linie. Warum hast du wieder den ganzen Spaß? Vergiss ihn. Nimm mich. Ich zeig dir, dass ich Eier habe. Ja, ich bin derjenige. Entschuldigung, Senpai. Hey, warte. Was? Willst du meinen Sommer der Liebe ruinieren? Ist das nicht. Sind das keine Haare an deinem Kinn? Ja, ich wusste es doch. Irgendwas ist da falsch. Hab ich etwas vergessen? Bist du ein. Ah, da schwindet meine Chance dahin. Ich war so kurz davor, mir ein kleines Beutel zu schnappen. Du meinst, sie ist ein Er? Es sieht so aus, als wäre ihr Typ nicht bereit für eine Frau wie mich. Wenn ihr euch dazu entscheidet, etwas zu versuchen, was etwas schärfer ist, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Okay, das habe ich jetzt nicht gemeint mit, dass es komisch ist. This sucks. We're over three. Warum? Du kannst doch immer noch aufreißen oder ihn. Oder so. Das nervt, wir sind 0-3. What's wrong? I thought you weren't interested in picking up chicks. Was ist los? Ich dachte, du wärst interessiert daran, Ladies aufzureißen. If I'm in a match, I want to win. Und wenn ich in einem Match, ich wollte es, ja, wolltest du nicht, so. Wenn ich in einem Match bin, dann will ich auch gewinnen. I know what our problem is. You can't control yourself. Ich weiß, was dein Problem ist. Du kannst dich nicht selbst kontrollieren. What? Don't blame this on me. Was? Schieb jetzt nicht die Schuld auf mich. I'm just stating the obvious. Ich sag doch nur das Offensichtliche. But you haven't scored either. Aber du hast es doch auch nicht geschafft. What did you just say? Was sagst du gerade? Hast du es erklärt? Ja, Chumpei und Akihiko diskutiert weiter. Enough already. Leader, whose fault do you think it is? Egal, genug davon. Also Anführer, wer denkst du hat die Schuld? Nun, wir sind beide schuld. Wobei, ich finde, Chumpei ist schon schlimmer. Ich mag Chumpei sowieso nicht. Also es ist Chumpeis Schuld. Es ist immer Chumpeis Schuld. Just as I thought. Wie ich das dachte. Traitor! Verräter! Anyways, what the hell do you know about? Egal, was zur Hölle weißt du denn schon über
What's the matter? You see something? Was ist denn los? Siehst du irgendwas? Okay. Talk about saving the best for last. Now that's what I'm talking about. Das da reden wir, oder sagt mal einer nicht, das Beste kommt zum Schluss. Nun, darüber rede ich. Man, she's cute. Mann, die ist ja süß. I agree. Nun, da stimme ich dir zu. This is our last chance to make up for failures. Und es ist unsere letzte Chance, um unsere Fehler wieder aufzubügeln. But this time we should try one by one instead of all together. We'll have a better shot that way. Und aber diesmal sollten wir es jeder einzeln versuchen. So haben wir eine bessere Chance. Sounds like a good plan. Und hört sich nach einem guten Plan an. All right, then let's decide the order. We'll go clockwise, starting with the winner. Okay, dann sollten wir mal mit der, wer als erstes gehen will. Wir sollten nach dem Uhrzeigersinn gehen mit dem Gewinner. Ready? Rock, paper, bereit? Stein, Schere, Papier. Oh, ja, oh, fuck. Ich nehme die Schere. Du hast verloren, verdammt. I win. Ja, ich hab gewonnen. Okay, I'll go first. Akihiko-san will go second, and you'll go last. Was? Warum denn? Okay, ich gehe als erstes, dann Akihiko, und du wirst als erstes gehen. I'm up. Wish me luck. Okay, wünsch mir Glück. How's it going? I noticed you've been staring at the ocean. Hey, was geht? Ich habe beobachtet, dass du auf den Ozean starrst. So, do you come here often? Kommst du öfters her? My name's Junpei. Mein Name ist Junpei. Junpei? Junpei? Ja, genau. Don't worry, I just want to talk. Keine Sorge, ich will nur reden. I mean, it's more fun than standing here all by yourself, isn't it? Es macht doch bestimmt mehr Spaß, als hier ganz alleine rumzustehen, oder? I am looking for a human. Ich suche nach einem Menschen. Ich glaube, wir haben den Tank gefunden. Yeah? Oh, wirklich? You are not the one. Du bist nicht derjenige. Das ist mal mies. Wow, he got shot down faster than I expected. Wow, er ist ganz schön schnell abgeschmettert worden, ey. She's a tough one, Senpai. Sie ist eine harte Nuss, Senpai. Don't worry about me. Mach dir keine Sorgen um mich. Wow, hello there. Say, do you like the ocean? Nun, Hallöchen. Magst du den Ozean? Is your question directed at me? Wie die schon redet. Ist diese Frage an mich gerichtet? Oh, yeah. I like the ocean too. Ja, ich mag den Ozean auch. Hey, I heard that triathletes who train at the beach perform better than those who practice indoors.
Ich habe gehört, dass die Triathleten, die am Strand üben, besser sind als die, die wo drinnen üben. Makes sense, doesn't it? Das macht doch Sinn, oder? Wow, he's actually having a conversation with her. Although something's not right. Oh ja, tatsächlich eine Konversation mit ihr, aber irgendwie sieht das nicht so richtig aus. That type of information is irrelevant to me. Diese Information ist irrelevant für mich. Das ist eindeutig ein Android. Das ist schon von der Sprechweise her, merkt man das schon. I won. I talked to her longer than you did. Ha, ich hab gewonnen. Ich hab länger mit ihr geredet als du. It doesn't matter how long you talked to her. Es ist egal, wie lange du mit ihr geredet hast. This sucks. Oh, das nervt. Hey, stop crying. You're making me feel bad. Hey, auf zu weinen. Du machst mich auch noch, ziehst mich auch noch mit runter. So, that's our status. So, das ist also unser Status. You can't pull this off. I'm gonna be traumatized for the rest of my Wenn life. Du das jetzt schaffst, dann werde ich traumatisiert sein für den Rest meines Lebens. We're on the ropes, but it's not over yet. Nun, wir hängen in den Seilen, aber es ist noch nicht vorbei. It's all up to you now. Jetzt geht's um dich. Ich gehe mal davon aus, dass sie... Also, es ist ja ein Android. Er hat gesagt, es ist eine Waffe. Ich glaube, sie ist die Waffe. Und er ist der Richtige, weil sie ihn gesucht hat. Bin mir ziemlich sicher. Was möchtest du dir sagen? Hey, Baby! Ja, ich sag einfach mal guten Abend. Oh Gott. What the fuck? I couldn't hear what he said. Ich kann nicht hören, was er gesagt hat. But she looks surprised. We should go over there. Aber sie sieht überrascht aus. Wir sollten schnell hingehen. You are. Du bist. Initiating evasive maneuver. Confirmation must be made at a secure location. Was? Was? Initialisiere Ausweichmanöver. Eine Bestätigung muss gemacht werden an einer sicheren, an einem sicheren Ort. Okay. Hey, what did you say to make her run away like that? Ja, was hast du denn zu ihr gesagt, dass sie gleich davonlaufen musste? What are you waiting for? Go after her! Worauf wartest du? Schnell hinterher! Aber... Das war nicht meine Schuld! Go tell her you're sorry! Sag ihr, es tut dir leid! If you don't, we'll all be in trouble! Go on, man! You can catch her if you hurry! Wenn du nicht willst, dass wir in, Wenn du es nicht tust, werden wir alle in Schwierigkeiten sein. Wenn du schnell genug bist, dann kannst du sie noch einfangen. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Das ist wirklich keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Starte Ausweichmanöver. Ja klar, wir verfolgen einen Androiden durch den Wald. Super Idee.
Gutes Versteck. Es fühlt sich so, als würde jemand dich beobachten. Du siehst das mysteriöse Mädchen. Sie muss diejenige sein, die dich beobachtet hat. Ich warte mal und schau, was passiert. Now I am certain. Nun bin ich mir sicher. I have found you. Ich habe dich gefunden. Nein. What's I have been searching for you. Ich habe dich gesucht. My highest priority is to be with you. Meine höchste Priorität ist, mit dir bei dir zu sein. Was zur fucking Hölle ist hier los? What? I can't believe this! Was? Ich kann das nicht glauben! What's going on? He didn't even say anything to her. Was passiert hier? Er hat nicht mal irgendwas zu ihr gesagt. There you guys are. Da seid ihr ja. What are you doing here? We've been looking all over for you. Was tut ihr denn hier? Wir haben überall nach euch gesucht. What are you doing in the middle of the woods in your swimsuits? Was tut ihr in der Mitte vom im Wald mit euren Badesachen an? You have no idea what we've. Ihr habt gar keine Ahnung, was wir. Huh? Hä? Who's this? Wer ist das? Listen, we've encountered a problem. Hör zu, wir haben ein Problem. I'm sorry to interrupt your vacation, but I need you all to go back to the house and prepare for battle. Es tut mir leid, euch zu unterbrechen, eure Urlaub zu unterbrechen, aber ich brauche euch alle zurück im Haus und euch um den Kampf zu rüsten. Ich glaube, wir haben es schon gefunden. That won't be necessary. Ja. We found what we were looking for. Das ist nicht mehr nötig. Wir haben gefunden, was wir suchen. What do you mean? Was meinst du? Oh, you had me worried. Ah, du hast mir echt Sorgen bereitet. You don't have permission to leave the lab on your own, I guess. Du hast nicht die Erlaubnis, das Labor von selbst zu verlassen, I guess. I apologize for all the trouble. Everything is under control now. Ich entschuldige mich für all das, für all die Probleme. Alles ist unter Kontrolle. So, what happened to capturing the tank? Also, was passiert, um den Panzer zu schnappen? Oh, that's been taken care of. Oh, darüber das ist nun. Come here, Aegis. Das hat sich erledigt. Komm hierher, Aegis. This is Aegis. As you can see, she's a mechanical maiden. Das ist Aegis. Wie ihr sehen könnt, ist sie eine mechanische. Echt jetzt? Warum nennt ihr sie denn nicht einfach Android? Also ein mechanisches Mädchen. I am Aegis. My mission is to destroy shadows. Ich bin Aegis. Meine Mission ist, Schatten zu zerstören. I have been assigned to seize, effective immediately. Ich wurde der sie ist zugewiesen. No way! It's like she's alive. Das kann nicht sein. Es ist, als wäre sie am Leben. Bis auf die monotone androide Stimme und naja. Und so weiter. This is unbelievable. Das ist unglaublich. She's so cute, but she's a robot. Sie ist so süß, aber sie ist ein Roboter. Anti-shadow weapons were created 10 years ago to combat uncontrollable shadows. Anti-Schattenwaffen wurden vor 10 Jahren erschaffen, um unkontrollierbare Schatten zu Aegis was the last to be made, and she's the only one that still remains today. Aegis war die letzte, die geschaffen wurde, und sie ist die einzige, die immer noch existiert. An anti-shadow weapon. Does that mean she? Eine Anti-Schattenwaffe? Heißt das sie? Yes, I am capable of operating the persona,
Palladian. Ja, ich bin dazu imstande, eine Persona namens Palladion zu rufen. She suffered major damage in combat and has remained in the lab ever since. Sie hat große Schäden im Kampf erlitten und war deshalb die ganze Zeit im Labor. It's still unclear as to why she suddenly reactivated herself this morning. Es ist wir wissen nicht, warum sie sich von selbst reaktiviert hat. Well, I hope you will all get along. Und ich hoffe, ihr kommt gut miteinander aus. An anti-shadow weapon with a will of her own? Eine Anti-Schattenwaffe, die ihren eigenen Willen hat? This is amazing. Das ist unglaublich. By the way. Ach ja. When I saw you earlier, it seemed like you knew him. Als du ihn letztes vorher gesehen hast, sah es aus, als würdest du ihn kennen. Yes. It is very important for me to be by his side. Ja, es ist sehr wichtig, dass ich an seiner Seite bin. Perhaps her identification system is malfunctioning. Und vielleicht ist ihr Identifikationssystem irgendwie kaputt. Or maybe she's still half asleep. This is quite interesting. Oder sie ist immer noch in einem Halbschlaf. Das ist wirklich interessant. Well, I can ponder this later. Nun, ich kann das später auch. Oh, I forgot to tell you all. Oh, ich habe vergessen, euch zu sagen. You can participate in a wide range of recreational activities here. Ihr könnt in vielen Aktivitäten hier teilnehmen. There's a tennis court, a pool table, even a karaoke machine. Hier ist ein Tennisplatz, ein Billardtisch. Sitzt in der Karaoke-Maschine. Would you care to hear me sing? Wollt ihr mich singen hören? Nein. Bitte nicht. It's already the third day of our trip. Es ist unser dritter Tag auf unserer Reise. Too bad we have to go home tomorrow. I'd totally stay longer if I could. Es ist wirklich schade, dass wir morgen schon wieder nach Hause müssen. Ich würde gerne länger hier bleiben. But I can't complain. A lot of cool things happened while we were here. Aber ich kann mich nicht beschweren. Viele coole Dinge sind passiert, seit wir hier sind. Be so full of energy. Ich kann ja nur so voll von Energie sein. We were all up so late last night. Wir waren so spät auch noch wach letzte Nacht. Do we have a mission at the beach today? Haben wir eine Mission am Strand heute? Nah, it's nothing like that. We just came here to have some fun. Nein, nichts dergleichen. Wir sind einfach nur hier, um Spaß zu haben. Understand what it means to have fun, I guess. Und weißt du oder verstehst du, was es heißt, Spaß zu haben, I guess? Of course, recreation is the refreshment of one's mind and body. Natürlich, Spaß zu haben fördert den Geist und den Körper. Exactly. Wow, you sure know a lot about us humans. Genau so ist es. Wow, du weißt wirklich einiges über uns. All right. Let's take one last dip before we leave. Und Menschen. Okay, lass uns noch ein bisschen noch Spaß haben, bevor wir weg müssen. Hold on, Junpei-kun. Ein Moment, Junpei. Is it okay for Aegis to go in the ocean? Ist es okay für Aegis in den Ozean zu gehen? I'm sure she's waterproof. Oh, ich denke mal, sie ist wasserfest. What's wrong, Aegis? Was ist los, Aegis? It is best that we all engage in this activity together. Nun, es wäre das Beste, wenn wir alle in dieser Aktivität zusammen sind. An Aktivität.
activity in which only one person derives enjoyment is not the optimal method to have fun. Eine Aktivität, in der nur eine Person involviert ist, ist nicht die optimale Methode, um Spaß zu haben. Ugh, do we have to? Ach, müssen wir das? We should join them. Wir sollten mitmachen. Okay. Okay. Are you enjoying yourself? Habt ihr Spaß? We've been quite busy during our time here, but it looks as if we can relax a bit today. Nun, wir waren ziemlich beschäftigt bei unserer Zeit, wo wir hier waren, aber es sieht so aus, könnten wir jetzt zumindest ein bisschen entspannen. Hey Akihiko-san, come on! Hey Akihiko, komm! It's your turn! Nun bist du dran. My turn? What are they doing? Nein, ich bin dran. Was macht ihr denn? I'm glad to see everyone is having so much fun. Ich bin froh, dass jeder so viel Spaß hat. I've already told you what time the ship will be arriving tomorrow, yes? Ich habe doch schon gesagt, wann das Schiff morgen anlegt, oder? I'll most likely head over to the port early, so don't be late. Ich werde wahrscheinlich schon früher am Hafen sein, also seid nicht zu spät. Okay, I'll let everyone know. Okay, ich sag's ihm. Until then, enjoy the last day of your vacation. Bis dahin, genießt euren letzten Tag eures Urlaubs. Okay, wir kriegen anscheinend ja, endlich mal wieder ein. Ein weiteres Level der Fuhrakana. Hat aber lange gedauert. Level 5. Scheiße, die sind's. You mean those three? Wow, they're freaky. Du meinst diese drei? Mann, sind die verrückt oder freaky? Shut up, let's go! Halt die Klappe, lass uns gehen. Ah, die drei. Hey. Hey. Why do they always run and hide when I approach? Warum rennen und verstecken sie sich jedes Mal, wenn ich komme? They're like back alley rats. Die sind wie so Hinterhofratten. Beats me. Jin, give him the capsules. Jin, gib ihm die Kapseln. Thanks. Danke. I'll pay you the same as... Ich zahle euch dasselbe. Hold up. Warte. This time information will suffice. Dieses Mal müssen es Informationen sein. Your acquaintances have been busy lately. Oh, deine Leute sind ziemlich beschäftigt. I'm referring to their activities on nights when the moon is full. Ich meine damit ihre Aktivitäten, wenn des Nächtens, wenn Vollmond ist. They spent a great deal of time in the tower as well. Why did they take this burden upon themselves? Und sie verbringen auch viel Zeit im Turm. Warum tun sie sich diese Bürde so auf? You do know, don't you? Du weißt es doch, oder? But you don't wish to say. Aber du willst es nicht sagen. Is it because they are your friends? Ist das, weil es deine Freunde sind? No, I've got nothing to do with them. Nein, ich habe nichts mit ihnen am Hut. Then tell us. Dann sag es uns. I don't know the details, but... Ich kenne nicht die Details, aber... Supposedly, if you destroy all those creatures... Aber wenn du all diese Kreaturen zerstörst... Then the tower will disappear, and with it the dark hour. Dann wird der Turm verschwinden,
und mit ihm die dunkle Stunde. You mean, they intend to eliminate the dark hour? Du meinst, sie wollen die dunkle Stunde eliminieren? Yeah, why? Ja, warum? Why would they do such a thing? With the power they have... Warum würden sie so etwas tun, mit der Macht, die sie haben? They wish to destroy the Tower of Demise as well? Wollen sie den Turm zerstören? Tower of Demise? Den Turm? Den Turm des Ablebens? Who wouldn't want to take out that damn tower? Wer würde denn diesen verdammten Turm nicht gerne zerstören? Easy, Takaya. Ganz ruhig, Takaya. Yes. Yes. Ja. Ja. I can't go back. Ich kann nicht zurück. Not after what happened. Nicht, was passiert, nicht nachdem, was passiert ist. Oh Mann, bin ich fertig. Es fühlte sich an, als hätte es ewig gedauert, wieder zurückzukommen. Ja, es war ein ganz schöner Trip. Also ruht euch auf bis zur nächsten Operation. Ja, ja. Ich habe keine Pläne für den Sommer. Also kann ich Schatten bekämpfen, so viel ihr wollt. Mann, du musst wirklich gelangweilt sein. Ja, kalt die Klappe, Yuka. Klar. Wie auch immer. Wenn wir diese letzten 6 besiegen, dann wird alles vorbei sein. Diese Krankheit wird verschwinden und wieder alles wird wieder normal. Richtig? Das ist doch, warum wir das hier so alles machen. Ja, das stimmt. Speichern wir erstmal. Naja, nach Tartarus gehen wir heute nicht, das stimmt. Ich kann tatsächlich rausgehen, das ist ja immer schon mal was. Vielleicht haben wir gerade jemanden in Paulonia, den wir besuchen können. Gehen. Ich bin immer hier. Es ist mein Heim weg vom Heim. Hey, geht's dir gut, Kit? Ich meine, vom Geld her. Highschool-Kids haben doch nicht so viel Geld, oder? Also zumindest habe ich meinem Sohn nie wirklich viel gegeben. Ich hab genug. Ist das so? Ich denke mal, ihr Kinder habt heutzutage mehr Möglichkeiten, Geld zu machen. Aber du machst doch hoffentlich nichts Illegales, oder? Nicht, dass es mich interessieren würde. Nun, gib mir bitte eine ehrliche Antwort. Gibt es irgendwas, was du jetzt haben willst? Ja. Und das hätte ich mir auch denken können.
Materialismus, also der Wunsch oder der Drang nach materialistischen Dingen kann gut sein, aber wenn du in mein Alter kommst, ach egal, du arbeitest, um Geld zu machen, also kannst du dir ein besseres Leben leisten, aber genug Geld zu machen, um Geld zu machen, musst du die ganze Zeit arbeiten. Also wirst du niemals das Leben genießen können, für das du so hart für das du so hart arbeitest, um es zu haben. Irgendwie ein Paradox, oder? Weißt du, was das durchschnittliche Einkommen eines weißen Arbeiters ist? Wenn du noch wie nennt man das jetzt gleich nochmal? Also Rente und und die Ablöse oder die Abfindung, genau, die Abfindung und die Rente mit einberechnest. 250 Millionen Yen. Das ist nicht mal nah an einem Lotterie-Checkpoint dran. Nun, dank mir hast du heute was Neues gelernt, oder, Kit? vergeude dich deine Zeit mit dem Arbeiten, um irgendwie reich zu werden. Nimm einfach das Leben so, wie es kommt. Nun, du hast durch Mutatus harsche Worte diese Lebensweisheit aufgenommen und du verstehst sie noch besser. Und das bringt uns wieder eine Stufe mehr, Stufe 6. In der Tower Arcana. Meinen Arsch abgearbeitet für lausige 250 Millionen Yen. Und für was? Ich könnte die Zeit zurückdrehen und alles, was ich verloren habe dafür. Tja, so geht das halt leider nicht. Was möchtest du tun? Ja, studieren auf jeden Fall. Nee, ich bin ja eigentlich müde, oder? Scheiße, es wäre nicht, ist vielleicht nicht so gut. Ach, okay. Ist nichts Schlimmeres passiert, dann ist ja gut. Good morning. Guten Morgen. Please wake up. Bitte wach auf. Mission accomplished. Mission ausgeführt. Mein Name. Warum bist du hier? My highest priority is to be by your side. Meine höchste Priorität ist, um an deiner Seite zu sein. Hey, are you awake? Hey, bist du wach? That girl disappeared and we can't find her anywhere. Think you can help us out? Dieses Mädchen ist verschwunden und wir können sie nirgendwo finden. Könntest du uns bitte helfen? She might have gone out on her own, like she did in Yakushima. Sie könnte irgendwo draußen herumstreunen, wie sie es in Yakushima getan hat. I am not a girl. I am Aegis, and I am here. Ich bin kein Mädchen. Ich bin Aegis und ich bin hier. Hä? Huh? Aegis, how did you... Aegis, wie bist du... He was asleep, so I unlocked the door. Er hat geschlafen, also habe ich die Tür aufgesperrt.
That's unlawful entry. Das ist unerlaubter Zutritt. Didn't we tell you to stay in the command room at night? Haben wir denn nicht gesagt, dass du im Kommandoraum sein sollst in der Nacht? I propose to be on standby in this room from now on. Is this acceptable? Ich bestehe darauf, im Standby-Modus in diesem Raum, im Raum zu sein, ab jetzt. Ist das akzeptierbar? What? No, it's not acceptable. Was? Nein, das ist nicht möglich. If there is a problem, then I will address it promptly. Wenn es ein Problem gibt, dann will ich es schnell lösen wollen. The problem is, it's against dorm regulations. Das Problem ist, dass es gegen die Regeln des Wohnhauses ist. Well, don't just sit there. Tell her. Nun, sitz doch dann einfach da, sag es ihr. Mein Gott, wenn dann machst du es wahrscheinlich jedes Mal. Also, sie kann hier bleiben, meine Güte. Hey, don't say that. You know she can't stay with you. Hey, sag das nicht. Du weißt, sie kann hier nicht bleiben. All right, I'll have a room prepared for you on the third floor. You can stay there. Okay, ich habe einen Raum für dich im dritten Flur. Du kannst dort bleiben. Oh, and don't leave the dorm by yourself, okay? Oh, und bitte verlass das Wohnheim nicht alleine, okay? I will do as commanded. Ich werde tun, was du befiehlst. I'm tired. Ich bin müde. I have practice this morning, so I gotta go. Ich habe heute Training, also muss ich gehen. Everyone goes to a place called school in the morning. Jeder geht in einen Ort namens Schule im Morgen. I comprehend. Ich begreife. Okay, ich verstehe. Jetzt geht sie auch in die Schule, oder wie? Kriegen wir jetzt unsere Examen, oder? Unsere Examenergebnisse, schätze ich mal. Ja, genau. Die Examenergebnisse werden heute veröffentlicht. Was geht? Hey, ich hab nachgedacht. Nachdem wir all die Schatten besiegt haben und die dunkle Stunde verschwindet, was wird da passieren? Wer weiß? Nun, die normalen Leute wissen doch nichts über die dunkle Stunde, richtig? Also weiß niemand, was wir getan haben. Das ist doch irgendwie scheiße, oder? Besser so. Hey, die Ergebnisse sind da. Du bist in den Top 10. Yes! Jeder schaut dich an. Woo! Top 10. Wir können jetzt endlich mal nochmal, weil es wird dann die Sommerferien sein. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nicht mit Social Links ankommen können. Müssen wir mal gucken. Wir haben hier die 5, wir haben 6, 6, 5, 5, 6. Den können wir sowieso nicht machen. 5, 6. Also wäre jetzt unser Classmate als nächstes dran. Wir können aber, glaube ich, auch 9 machen. Das ist hier dieses dabei. Was? Aber der ist nur dienstags und samstags in der Pause. Das heißt, wir haben ja momentan Freitag. Der wäre dann erst morgen da. Dann wird das erstmal nichts.
Das heißt, wir machen. Ja, wir machen ihn hier, weil das ist ja unser. Der fünfte Link, den wir haben, und andere gehen ja ähnlich. Also, das ist hier 5, das ist alles 5. Online-Game können wir nur sonntags machen. Alle anderen sind auch bei 5. Der kommt auch irgendwann. Ja, genau, ich hab eigentlich nur. Ja, momentan wieder. Ich habe vergessen, diese Paukschule zu besuchen. Tut mir leid. Also eine Paukschule ist eine spezielle Schule, die Schüler und Studenten auf besondere Prüfungen vorbereitet. Okay, gibt anscheinend speziell in Japan. Ich habe noch nie was von einer Paukschule gehört. Also habe ich leider keine Zeit, im Rahmen Essen zu gehen. Ich meine, es ist wichtiger, ins College zu kommen, als rumzuhängen, oder? Denkst du denn nicht an die Zukunft? Naja, also. Ich habe 30 Jahre Plan. Wow, Dude. Ich wusste gar nicht, dass das so, dass die Zukunft so wichtig ist. Ich habe mich wirklich niemals. Gedanken über meine Zukunft gemacht, bis Iri mir darüber erzählt hat, dass ich das sollte. Sie hat gemeint, ich würde zu einem Loser werden, wenn ich das nicht tue. Aber die Zukunft ist noch so lange hin. Ich meine, wir müssen jetzt erstmal ins College, oder? Alle von Imiris Studenten gehen auf ein gutes College. Also muss ich mir Gedanken machen über unsere gemeinsame Zukunft. Ja. Du solltest auch über deine Zukunft nachdenken. Du möchtest nur nicht wie ein Loser enden, oder? Deshalb arbeiten wir jetzt auf unseren Arsch ab, oder? Für unsere Zukunft. Ja. Und damit kommen wir hier auch zu Stufe 6. Später, Kota, ich werde zur Paukschule gehen. Hi, how was your day? Wie war dein Tag? Ja, wie hast du dich bei dem Examen geschlagen? Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Das ist schön. Das freut mich. Hast du Mitsuros Wertung gesehen? Sie ist so unglaublich. In 2 Wochen wird wieder Vollmond sein. Mann, diese Freaks mit dem Apathie-Syndrom.
werden wieder überall sein. Warte, ich meine die Verlorenen. Ich sollte mich nicht drüber ärgern oder sie nicht verurteilen, weil es ist nicht ihre Schuld. Es sind diese verdammten Schatten. Es besteht die Möglichkeit, das zu beenden. Nur noch 6 Schatten sind da. Wenn wir sie eliminieren können, dann wird die dunkle Stunde verschwinden. Ja, das ist wahr. Aber was versucht er denn zu sagen, Aegis? Dass der Kampf mehr wichtiger ist als studieren, oder? Ich stimme 100% zu. Wie schaut es denn aus? Ihnen geht's gut. Das heißt, wir könnten eigentlich nach Tartarus gehen. Wir haben mal wieder Zeit. Wir hatten jetzt so viel. So viel zu tun eigentlich. Das wäre vielleicht mal gar nicht mal so verkehrt, mal wieder nach Tartarus zu gehen. Tatsächlich, die steht da. Bitte nehme ich mit. was hat die denn eigentlich für Waffen? Die hat eine Schusswaffe dabei. Die hat ziemlich gute Defense-Werte. Okay. Ja, wir machen eine Mädelsgruppe auf jeden Fall. Das ist immer gut. Wollen wir mal gucken, was die drauf hat. Also welches, was für Attacken sie benutzt. Mal kurz nach, was ich da jetzt noch genommen habe. Maru Kunizuna, genau, dann haben wir das, die Katze füttern, ja genau, das muss ich auch noch weitermachen. Und die Falte Wild Drives in das Third Block. Die habe ich ja letztes Mal nicht gefunden, glaube ich. Jetzt vom 59. hochgehen, dann dürften wir mehr davon. Werden.
müsste halt tatsächlich noch so ein Ding geben, wo du dann direkt in den nächsten Flur kommst. Das musst du immer so ein bisschen weiter runter erstmal das machen. So, jetzt sind wir beim dritten Block. Und schau mal, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Weil da geht es ja sowieso nicht weiter. I am equipped with a special function. Ich bin mit einer speziellen Funktion ausgestattet. It is called Orgia Mode. Would you like more information on das it? Das nennt sich Orgia Mode. Möchtest du mehr Informationen darüber haben? Ja, bitte, ich habe keine Ahnung. In this mode, my limiter is temporarily disabled. In diesem Modus ist meine Limitierung vorübergehend abgeschaltet. Thus, my offensive capability increases significantly. Dadurch wird meine Offensive viel stärker. However, since my inhibition logic is disabled as well, I am entirely autonomous during that time. Dadurch, dass meine logischen Denkmuster dabei wechseln, werde ich komplett autonom reagieren in dieser Zeit. Furthermore, once Orgia Mode has been activated, it cannot be cancelled until I overheat. Weiterhin kann ich den Orgia Mode nicht kann nicht deaktiviert werden, bis ich überhitze. Then, a cooldown period is required before I can resume normal operation. Dann ist eine cooldown-Periode nötig, bevor ich wieder normal weiterkämpfe. Orgia Mode only lasts for a short while, so timing is crucial. Der Orgia Mode ist nur für eine kurze Weile verfügbar, also ist die Zeit dafür wichtig. That concludes the tutorial. Would you like me to repeat it? Das war das Tutorial. Willst du, dass ich es nochmal sage? Nein. The command to activate Orgia Mode can be accessed via Tactics. Das Kommando für die Aktivierung des Orgia Mode kann über die Taktik erfolgen. Okay. Die Frage ist, was kann sie Okay. Yukari-chan defeated an enemy. Way to go, Yukari-san. Gut, gut. Dreh dich um. Du hast es als dich umdrehen, hab ich gesagt. Macht sie eigentlich nur Tierschaden, also Schuss- oder Schlagschaden. Okay. Keine spezielle Attacke oder so.
keinen Direktschaden, sagen wir mal so, sondern tatsächlich einen reinen Schlagschaden. Aber davon haut sie ganz schön rein. Just the beginning. So nach dem Ausrichten, wie die Karten gerade liegen. Wenn sie so leicht, leicht nach rechts oder leicht nach links liegen, dann sind das die richtigen Karten. Nur wenn halt zwei liegen, hast du ein Problem. Aber da hat's geklappt. Four dazed enemies. Now's the time. Chan defeated two an enemy. Remaining. One more to go. An enemy. This appears to be just the beginning.
haut rein. Nein! Ah, fuck! Ich kann es irgendwie erreichen. Nein, fuck. Watch out! There are four enemies! Wenn es gut läuft, dann sind sie jetzt alle klar. Ohne einen Miss. Ich nicht. Ja. The true Senpai defeated an enemy! Please hit! Two enemies left! Two to go! Front shot! I just defeated an enemy! Last one! Don't let your guard down! I failed to finish it off! Das war easy. Damit sie das abwerfen, was ich brauche. There are two of them, and they're shook up. Now is the time to summon. It must be eliminated. Hang in there. Hey, he's awake and he's out. Obey my command. One enemy to go. Just one more. Too easy! Natürlich! Entschieden. Ein Level wäre heute auch nicht so verkehrt. Keine Gegner auf diesem Turm. Na toll. Ich bräuchte welche. Super. Ja, da ist eigentlich immer dasselbe drin.
Schade. Ja, da ist dasselbe drin. Ja. Das ist... Ach, der ist ein schlechter. Okay, dann bin ich nicht. Shook up. Improved. Front shot. Two enemies left. Two remaining. We couldn't defeat it. Last one. Don't let your guard down. The enemy's gone. Great. Your guard down. Why, you little! Providing support! Obey my command! This appears to be just. Naja, war es doch ein bisschen hartnäckiger, als ich gedacht habe. Attack! Front shot! I just defeated an enemy! One more to... Hang in there!
I summon thee! He's awake and a beat. This appears to be just. My skill level has increased. Super, level up, sehr gut. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten ja drei davon. Four dazed enemies. Now's the time. Fire! I just defeated an enemy. Hang in there. Only two remain. One enemy left. Last one. Don't let your guard down. That was easy. Remaining. Help me!
defeated an enemy. One enemy left. Last one. Don't let your guard down. That was easy. Opal und Topaz. Also es gibt momentan einen Haufen. Steine hier zu, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Three dazed enemies. This is our chance. More enemies. Nice. Well done. Fire! Efficiently. Three enemies. Nein, they all seem agitated. Yeah. Oh, ich wollte es. Palladian. Two remaining. Help me! There's one enemy left! Keep it up! This thing won't give up! I summon thee! This appears to be just... Hi, Mango! Three dazed enemies! This is our chance! Well done. Initiating summon sequence. He's awake. Reality never be. It must hang in there. Right here, shadow 10 o'clock direction. Last one. Don't let your guard down. The battle's over. No shadows are left. Noch kein Level up. Oh, what's the new character that's running like Naruto? Yeah, Mango, that's Aigen. Like they said in the game, how should I say it correctly? Three dazed enemies. This is our chance. Mechanically maiden. So it's an android. I don't know why they use the word android. They call it the mechanical maiden. To finish it off. What an easy win! A
name. Okay. Spaghetti and homemade schnitzel. Oh, that's very nice. Keine Gegner schon wieder. Das heißt, it's looting time. Aber ich brauche auf jeden Fall SP gerade. Da wir eh gerade hier waren, kann ich erst nochmal machen. Ich weiß halt nicht, ob die Typen nur hier existieren, also in dem unteren Teil, oder hier auch im oberen sind, die ich brauche. Aber das steht eigentlich nicht direkt mit dabei. Ich will jetzt kurz gucken, ob das das ist, was wir brauchen bei dem. Dass die waren. Drei Crazy Gears, genau, die brauchen wir. Zwei haben wir schon. Eins fehlt uns noch. Ich hoffe, wir kriegen das auch im zweiten Teil von dem dritten Block, oder ob wir da nur da unten die finden. Weil die werden ja dann stärker nach dem ersten Block. Deshalb ist da die Frage, ob da die überhaupt dabei sind. Nee, wir müssen in den 72. oder? Das ist doch schon. Das ist doch schon der Boss, oder? Nee, den Boss haben wir auch schon getötet. Das ist schon richtig. Ich bin mir ganz sicher, ob wir in 72. waren. Jetzt kommt dieses Bildermistvieh. Das ist jetzt überhaupt nicht nötig gewesen, ey. Ich
Two of them! Attack! Fire! I just defeated an enemy! Last one! Don't let your guard down! Here's our chance for an all-out attack! Let me at him! That was easy! Jetzt haben wir wieder Zeit für ein Level Up hier. Yes! My skill level has increased! Doch. Hier hätte ich auch nicht wirklich gebraucht. Oh, sei vorsichtig. Mehr Gegner als normal. Fuck! Ah, Schaf. There are three of them! Strike first! Proceeding! The enemy is still... Hang in there! Problem ist, dass man sich einfach selbst Schaden zufügt. Das ist halt ein bisschen. Only two remain. One enemy left! Last one! Don't let your guard down. That was easy! Proceeding! I just defeated an enemy! One more to go! That was easy! Unwichtig! Oh nein! Ah, fuck! Ja, hau da auch noch einen dritten drauf, ist klar! Ist jetzt immer noch hinter uns her? Ja, fuck. Nein, das ist eine Rare Chest. Die muss her. Homunculus, na toll. Be careful. Schnell. Is the fighting, will you continue without them? Nein. Scheiße. Fuck. Raus hier. No, you can't defeat it. Run! Ja, ich versuch's ja. Okay, wir sind rausgekommen. Aber jetzt ist er weg, oder? Ist trotzdem weiter. Oh, nein. Blödes Mistvieh, ey. Ah, wir sind schon am Ende. Okay. Also wir werden auf
jeden Fall ein Level Up jetzt beim nächsten Mal bekommen. Ich speichere mal schnell. Ich hoffe, dass wir jetzt eben auch doch mal dieses Zeug bekommen, was wir brauchen. Dieses Katana wäre auch nicht so verkehrt, das zu bekommen. Vorschau, was dann im nächsten Block dann so für Gegner sind und wie schwer die sind. Das ist ja eigentlich immer so eine kleine Vorschau. Okay, jetzt hat sie auch ein Level Up, jetzt dürfte ich dann dran sein. Efficiently.
mehr XP, sondern eben auch das Zeug, was ich brauche. Aber es kommt einfach nicht. Nein, auch nicht. Hang in there. I summon thee. I failed to finish it off. Summoning persona. Oh. Let us commence with an all-out attack. Fatal strike. Okay. Efficiently. Level ich endlich ab, ey. Kann ich sein. Ah, da ist ein Router endlich. Hoffentlich habt ihr das dabei. Ich speichere mal, weil das müsste ja eigentlich Zufall sein, was ich von dem. Jawohl, sehr gut. Haben wir. So, jetzt möchte ich eigentlich nur noch schnell ein Level Up haben. Und dann muss ich tatsächlich beenden. Weil ich fahre da noch weg. Ich habe schon Zeit hier. There are three enemies. Be careful. Ah!
Senpai defeated an enemy! Now's your chance! One enemy to go! Last one. Don't let your guard down. Efficiently executed. Wann level ich denn auf? Was soll das denn? Alter, jetzt bleib da! Alter, jetzt... There are three enemies. Be careful. More enemies. One more. Jeez, that one's fast. Proceeding. It must be eliminated. I summon thee. I failed to finish it off. One enemy left. Last one. Don't let your guard down. I summon thee! This appears to be just. Immer noch kein Level Up. Sag mal, was ist denn los? Komm schon, gib mir ein Level A. Goldenes auch noch. Blöde Mistvieh. So, jetzt muss es aber klappen. A rare form. Destroy it. What an easy win. Ah, wieder eine Jesche. Kriegt man von denen nichts Gescheites? Also wirklich was Gescheites? Oh, da gibt gut XP. Vielleicht haben wir es dann endlich geschafft und können dieses Level endlich aufsteigen. Oh Mann! Welcome back! I hope you had a good meal. There are two of them. Attack! So, jetzt probiere ich mal den Modus von Aegis. Understood. Ich bin mal gespannt, wie der reinhaut. Activating Orgia Mode. Initiating Summon Sequence. It must hang in there. Crazy, jetzt bist du kein gutes, noch nicht wirklich ein Verbesserung. Ich dachte, ich hau jetzt schon noch ein bisschen mehr rein. Da warte ich mir einfach nicht zu viel. Yukari-chan defeated an enemy. One more. My dog won't get a choice. That's what I think. Komm schon jetzt. Endlich level up. Sehr gut. Nur noch
Teleporter finden, dann kann ich raus. Ein Teleporter wäre ganz nice. Wo ist der Teleporter? Jetzt finde ich wahrscheinlich erst mal 5 Flure wieder keinen Teleporter mehr. Der 72. war doch sowieso ein Zwischending, also falls ich jetzt keinen mehr finde, ist der 72. Flur wenigstens einer, wo ich dann rauskomme. Das war der 72. Ja, passt. Wunderbar. Ich frage mich, ob die Aegis, ob die überhaupt müde werden kann. Yen bekommen wir dadurch. Sehr schön. So, dann haben wir, oder was können wir noch holen? Wir könnten dann, gab doch noch irgendwas, oder? One Bronze Emitter von der Third Block. Haben wir das nicht schon? Defeat Creation Relics on Floor 5 of the Pyramid to retrieve 5 Relic Fragments. Okay. Defeat the Supreme Hand. Ja, genau. Yes, that's a lot of money. Die hatten wir jetzt ja schon öfters gesehen. Ich würde am liebsten das hier und das hier nehmen. Defeat Creation Relics on the floor. Nehmen wir erstmal das hier. Die Medaille muss erstmal warten. So, fusionieren und so weiter, das machen wir das nächste Mal, weil ich muss jetzt wirklich langsam los. Ja, wir sind jetzt inzwischen bei 36 Stunden und 47 Minuten. Yeah. Thirty-six hours in this fucking game. So, warum gehen jetzt die Credits wieder nicht mehr? Komm schon. Credits, warum geht ihr nicht? Warum wollen denn die Credits jetzt schon wieder nicht mehr? Yeah, and we are still on the half of the game, Mango. So, this should be at least 60 hours for this game. Jetzt wollen die Credits wieder nicht mehr. Warum auch immer. Vor allen Dingen, ich wollte jetzt...
Ich wollte jetzt, wenn man halt mal schneller muss, dann geht's wieder nicht. Ach, Mann. Gut, dann lassen wir es halt für heute mit den Credits. Ich habe wirklich keine Zeit mehr für den Scheiß The year is ending. Yes, and the game is ending with the year, I guess. Yes, Mango. Persona 3 is still going. Also, dann vielen Dank fürs Zusehen. Thanks a lot for watching, Mango. Streamplan für nächste Woche werde ich wahrscheinlich heute noch veröffentlichen, wird aber wahrscheinlich sehr spät werden. Also, vielleicht kommt er auch erst morgen. Muss ich mal gucken, ob ich dann noch Zeit und Muße habe, wenn ich danach nach Hause komme, ob ich den dann noch veröffentliche oder dann erst morgen. Aber sicher ist, dass morgen dann endlich wieder Wrestling kommt. Das ist so sehr sicher. Ja, und ansonsten wird sich beim Plan ja auch nicht allzu viel ändern. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Thanks for watching, Mango. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche in einem meiner anderen Streams dann wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende und genießt es noch und dann einen guten Wochenstart. Ja, genau. Dann noch einen schönen Abend, später eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.